Dieser Vorhang öffnet sich für eine besondere Bühne. Der Theaterkahn ist die feste Spielstätte vom Dresdner Brettl. Er wurde 1994 am Terrassenufer eingeweiht. Tom Pauls und Holger Böhme, die seinerzeit sehr aktiv schon im Theater beschäftigt waren, angeboten bekamen ein Schiff, ein ehemaliges oder seinerzeit noch ein richtiges Lastschiff, ein Lastkahn, wo also Getreide und Kohle transportiert worden war, ein ganz flaches Schiff. Und hat man gesagt, gut, lass uns ein Projekt machen. Und da ist aus diesem ehemaligen Lastkahn dieses Theaterschiff entstanden. Wer sich an Bord des Theaterkahns begibt, den erwartet eine Mischung aus guter Unterhaltung, Literatur und Musik. Der Besucher erlebt eine ganz eigene, für ein Theater untypische Atmosphäre. Das liegt nicht allein an der Lage. Auch die Größe ist einmalig. Alles, was ein Theater braucht, befindet sich auf engstem Raum. Ist das ein Vorwurf? Nein, das ist eine Feststellung. Kürzlich hat der Theaterkahn seinen Liegeplatz verlassen. Nach 10 Jahren war eine technische Überprüfung in der Werft Laubegast notwendig, um den Spielbetrieb weiterhin zu gewährleisten. Das Spektakel wurde von den Dresdnern aufmerksam beobachtet. Wer noch nie in diesem Theater auf dem Wasser war, kennt auf jeden Fall die weithin sichtbare digitale Elbpegelanzeige. Der Theaterkahn wurde auf den Namen Marion getauft. Die Marion ist Stifterin und als solche für die Finanzierung des Ausbaus mitverantwortlich. Das Theater auf dem Schiff ist Kleinkunst auf höchstem Niveau. Dass die regelmäßigen Zuschauer, auch Zuschauer, die zum ersten Mal hier sind, sagen, Mensch, das ist ja was Besonderes. Und in dieser Einmaligkeit wirklich für Dresden auch insbesondere wichtig und ein ganz wesentlicher Faktor in der Dresdner Kulturlandschaft. Wer Kultur in einer anderen Atmosphäre genießen will, der ist willkommen, eine der 25 Produktionen zu besuchen.